Moin, liebe Baba-Freunde, heute geht's oder gibt es nochmal ein Video zu der Yamaha Virago 535. Aber bevor wir anfangen, wollte ich euch eben kurz erzählen, was ich mir heute für ein Eigentor geschossen habe. Und das war wirklich das Eigentor des Jahres. Ich wollte zur Motorrad-Demo nach Vechta, das ist ungefähr 80 Kilometer von mir entfernt, und war irgendwie so durch den Wind, dass ich gedacht habe, das wäre heute. War 10 Kilometer vom Ziel, habe da eine kurze Pause gemacht, aufs Handy geschaut und dann ist mir erst bewusst geworden, dass wir heute Samstag und nicht Sonntag haben. Das liegt vielleicht daran, dass in letzter Zeit einfach ein bisschen viel anliegt. Wir sind ja vor 2 Wochen wieder Eltern geworden, haben eine kleine Tochter bekommen und einen kleinen Jungen ja eh noch zu Hause. Da hat man natürlich ein bisschen Stress, ein bisschen schlaflose Nächte und dann kommt eins zum anderen und dann verpeilt man das. Gut, besser so, als wenn man es verpasst hätte irgendwie um den Tag, und deswegen gibt es morgen wahrscheinlich das Video dazu. Aber kommen wir heute nochmal zu dem Projekt von meinem Kumpel Dennis, die Yamaha Virago, und ich führe euch mal ein bisschen rum und zeige euch, was er in der Zeit bislang geschafft hat. So, ich glaube, wir fangen vorne mal an. Ich habe euch ja letztes Mal erzählt, dass die Felgenpulver beschichtet werden. Das hat er jetzt vorne und hinten gemacht, in Kombination mit dem Weißwandreifen für all diejenigen. Und ich hatte ja relativ viele Fragen schon, die ich bekommen habe bei Instagram und unter den Kommentaren des letzten Videos über die Virago, wo nach diversen Radreifenkombinationen etc. gefragt wurde. Und da bin ich halt kein Experte. Ich kann euch nur sagen, was er drauf gemacht hat. Ich gucke gerade mal, da unten ist es. 190, 19 Zoll. Der Reifen ist von Maxxis. Genau, hier vorne steht's. Und das, was hier halt jetzt ist, dass der originale Frontfender gar nicht mehr drauf passt. Also der passt weder von der Breite noch von dem Bogen her. Das heißt, da muss auf jeden Fall ein Ersatzfender ran. Der hat sich jetzt schon einen bestellt. Und ich habe euch ja schon in diversen Videos erzählt, dass diese rotpulverbeschichteten Felgen in Kombination mit dem Weißwandreifen, dass das einfach mein absoluter Favorite ist. Und ich muss auf jeden Fall auch nochmal ein Motorrad haben, wo ich das so habe. Des Weiteren hat er sich einen anderen Lenker bestellt. Ich weiß gar nicht, ob der neue oder gebraucht war. Ich zeige euch den mal so. Der ist relativ gerade an 2 Stellen hier vorne. Ganz, ganz leicht gekrümmt. Ist natürlich wesentlich breiter als der originale. Aber mein Kumpel ist halt 1 zu 88, 89 groß, schätze ich mal. Und der braucht auf jeden Fall was Größeres. Und das wirkt für das ganze Motorrad eigentlich recht cool. Auch mit den vorverlegten Fußrasten, die braucht er auf jeden Fall auch. Und der Sitz, da kommen wir gleich noch zu, der muss auf jeden Fall sehr weit nach hinten, damit er da mit seinen langen Latschen auch wirklich rankommt. Wir haben gerade eben auch über die Blinkerposition gesprochen, also das vordere Licht. Das sieht ja eigentlich ganz gut aus. Und die Blinker, ja, da gibt es halt mehrere Möglichkeiten, wo man die ransetzt. Ob irgendwie an die Lenkerenden oder man die hier ranlässt. Aber hier vorne sieht es eigentlich wirklich schon sehr, sehr gut aus. Das heißt, die alten kommen ab. Und ich habe ihm gerade eben auch nochmal gesagt, ich würde die, wenn schon so eine gute Basis vorhanden ist, um die da festzumachen, würde ich die auf jeden Fall da auch ranhauen. Wenn wir jetzt mal zu dem Auspuff gehen. Ich habe ja letztes Mal MSC, glaube ich, gesagt. MSR heißt der. Also das war bei diesen Dingern so, dass man die E-Nummer, die da ja dran steht, hier steht ja auch ein E3, die ist in Deutschland nicht wirklich zulässig. Und diese Teile, die muss man selber dran nieten. Also die sind nicht dran genietet, wenn man den Auspuff kriegt. So, von der Optik her sieht der Auspuff wirklich cool aus. Ich kann euch jetzt mal eine Klangprobe einblenden. Ja, das hört sich im Video natürlich immer ein bisschen anders an, als es sich in Wirklichkeit anhört. Aber es ist wirklich ein cooler Sound. Man muss ihn mal draußen hören, wenn das Motorrad auch vernünftig eingestellt ist. Ihr habt ja gerade noch gehört, dass der ordentlich geknallt hat oder geknattert hat. Läuft halt noch sehr, sehr unrund. Aber da folgt demnächst auch nochmal eine Vergaseeinstellung. Und jetzt kommen wir zum Sitz. Und das ist halt ein bisschen tricky an dem Motorrad. Also da Dennis ja sehr, sehr groß ist, man sieht ja den Abstand hier zwischen Fußraste und dem Sitz, und der hat gerade in Probe gesessen, also der Sitz ist hier noch komplett lose. Und der braucht den auf jeden Fall relativ weit hinten. So. Und
Ich kann euch nur ans Herz legen, ich habe das bei mir auch ausprobiert. Viele machen den Sitz irgendwie so ran, also so vom Winkel her. Und da hat man das Problem, dass man das Gefühl hat, dass man immer so ein bisschen nach vorne rutscht. Das heißt, man sitzt mit dem Hintern gar nicht so richtig in diesem Bogen hier drin. Wenn man das so machen würde, wäre es auch total verkehrt, weil man sonst jedes Mal hier mit dem Arsch reinrutscht und ihr dann irgendwann Schmerzen im Steißbein kriegen werdet, weil ihr hier permanent einfach reinrutscht. Und da muss man einfach so ein gesundes Mittelmaß finden. Ich würde es jetzt einfach so machen, so dass das mit der Linie auch übereinstimmt. Das ist halt immer ganz wichtig, ne? Also der Rahmen und der Tank, die geben ja so ein bisschen die Linie vor. Und so sieht das dann eigentlich ganz cool aus. Den Sitz hat er mir vorgestern, glaube ich, noch geschickt. Fand ich auf dem Bild nicht so cool, aber in echt sieht er wirklich geil aus. Muss man ehrlicherweise sagen. Hat schon was mit den goldenen Nieten. Sieht schon ganz cool aus. Bezüglich Sitzbefestigung, das wird sich nachher noch ergeben. Das, was hier halt auch noch erfolgt ist, ist die Rahmenkürzung. Da kommen wir gleich nochmal zu. Und das hier muss nachher auch noch alles abgedeckt werden. Das will er wahrscheinlich nachher mit irgendwie einem lackierten Riffelblech oder sowas alles dicht machen. Am besten schwarz, ne, damit es da keinen wirklichen Kontrast gibt, sondern dass es relativ unauffällig bleibt. Und hier sieht man auch, das fällt dem Virago-Besitzer natürlich sofort auf, dass sie schon wesentlich tiefer ist. Also die ist bestimmt 7, 8 cm, vielleicht sogar 10 cm tiefer. Das liegt einfach daran, dass er die alten Federbeine, dass die halt total abgerannt sind, ne? Und die in Stand zu setzen wäre halt sehr, sehr aufwendig, sehr teuer und man hätte die auch kürzen können, aber dann geht der Federweg halt komplett weg. Und dann hat er irgendwo in einem Forum gelesen, dass es die von der LS650 gibt, also von der Suzuki LS650, und die hier vorne auch perfekt drauf passen und die genau diese Tiefe ergeben. Und das ist halt zulässig. Die Dinger sind ja in Deutschland zulässig. Und da ist das Heck wirklich um ein ordentliches Stück runtergekommen. Und das ist auch genau das, was ich halt im Vorfeld immer gesagt habe. Ich sag mal, das Originalheck, das hat hier vorne ungefähr aufgehört, wenn man es gekürzt hätte. Und jetzt ist es hier. Und als es hier oben war, sah es wirklich scheiße aus. Jetzt wiederum, wenn der Fender auch noch schwarz lackiert ist, fällt das überhaupt nicht mehr auf. Und das ist halt das Coole. Also, wenn man hinten einen Einzelsitzer bauen will, dann auf jeden Fall mit einer Heckkürzung und hinten ordentlich tiefer. Der Nachteil dadurch, und da kommen wir jetzt natürlich zu, ist, dass das Motorrad jetzt knüppelhart ist, ne? Weil die relativ wenig einfedern und grundsätzlich schon sehr, sehr hart sind. Und man jetzt nicht wirklich die Möglichkeit hat, hier vorne irgendwie noch Federn drunter zu setzen. Also es ginge schon, aber da müsste man den Sitz mindestens so hoch machen und das könnte unter Umständen auch ein bisschen komisch aussehen. Das heißt, er wird wahrscheinlich hier keine Federn drunter setzen und sich damit abfinden. Ich kann euch gleich mal versuchen zu filmen. Ich bin gerade hier alleine bei ihm in der Garage, mich draufzusetzen, um euch mal zu zeigen, wie das optisch aussieht und vielleicht auch nochmal einfedern, weil das ist wirklich knüppelhart. Und wenn wir hier nochmal drauf gehen, das ist halt auch ein Nachteil der Tieferlegung. Ich glaube, dass man das relativ schlecht sehen kann. Aber hier hinter ist halt sehr, sehr wenig Platz. Ich versuche das mal nochmal mit Licht zu filmen. So, ich glaube, jetzt könnt ihr das ein bisschen besser sehen. Hier hinter passt nicht mal mein Finger, ne? Und wenn man noch einfedert, dann wird der Abstand hier ein ganz kleines bisschen geringer, weil das ganze Motorrad ja so ein bisschen entgegenkommt. Und was ja auch noch hinzukommt, ist, dass der Fender ja ein bisschen vom Reifen weg muss. Also mindestens so ein Stück. Und hört ihr schon, bei so einem Stück stößt er hinten schon an. Und jetzt ist die Überlegung, also bei der Virago gibt es hier diese beiden Befestigungspunkte. Einmal hier und einmal auf dieser Seite hier vorne. Da könnte man eigentlich super so einen Fenderhalter hin machen. Das Problem ist nur, dass man den Fender wahrscheinlich dann so weit rausziehen müsste. Und ihr seht ja hier auch wieder, hoffentlich, dass hier nicht mal ein Finger reinkommt. Und das ist so ein bisschen tricky an der Sache. Zum Heckfender selber kommen wir jetzt. So würde das halt mit einem längeren Heck aussehen. Also sieht eigentlich ganz cool aus. Mit dem Rücklicht hinten ran und dem Kennzeichenhalter an der Seite sieht es natürlich oder wirkt das Ganze noch ein bisschen cooler.
Jetzt haben wir alles durch, was es zu besprechen gibt. Ich glaube, ja, wie gesagt, zum Laufen hat er die gebracht. Die muss auf jeden Fall noch vernünftig eingestellt werden. Und als nächstes will er halt jetzt den Frontfender machen, den Heckfender mit Befestigung und den Sitz. Und auf den Sitz, da bin ich wirklich mal am meisten gespannt, weil ich das euch jetzt versuche, mal eben zu zeigen, wie das aussieht, wenn man federt. So, ich hoffe, dass man das gut sehen kann und dass das hält. Ich schwinge mich mal drauf. Also hier ist alles nur so weit lose, um euch das einfach mal zu zeigen, wie das aussieht. Der Sitz, den wollt ihr ganz gerne noch einen Ticken weiter nach hinten haben. So ungefähr. Also das ist vom Fahren her, ist das schon ganz cool. Für mich ist das schon so ein ganz kleines bisschen zu viel. Vom Lenker her, also das Handling ist wirklich sehr, sehr gut. Ja, so sieht das dann aus. Für mich ist das mit diesen vorverlegten Fußrasten so ein ganz kleines bisschen zu viel. Also ich bin ja selber 1,82 und habe nicht die allerlängsten Beine, also Model werde ich wahrscheinlich niemals werden. Ist aber auch gut so. Aber für mich ist es ein ganz kleinen Ticken zu viel. Wie gesagt, Dennis ist wesentlich größer als ich und hat auch noch längere Beine und deswegen passt das bei ihm schon ganz gut. Der Lenker sah für mich im ersten Augenblick wirklich so aus, als wenn er total ungemütlich ist und viel zu breit. Allerdings muss ich jetzt sagen, wo ich drauf gesessen habe und damit so ein bisschen hin und her gegangen bin, ist wirklich richtig gemütlich. Also hätte ich nie im Leben gedacht. Man sagt ja mal gerade von Shopperfahrern, das ist so super ungemütlich, die mit ihren breiten Lenkern da und mit ihren bescheuerten Sitzpositionen. Absolut nicht. Also ich glaube, dass Shopper nach den GS-Modellen von BMW die bequemsten Motorräder zum Fahren sind. Zumindest im Original. Das, was ich euch nicht gezeigt habe, das zeige ich euch jetzt nochmal eben. Das habe ich nämlich vergessen, ist, wie das Ding einfedert. Ich stelle mal. Das ist nämlich immer schwierig, hier alles alleine zu machen. So, ich wiege 95 Kilogramm. Man hat es, glaube ich, jetzt auch schon gesehen. Das ist ganz schön hart. Also das ist wirklich richtig hart. Und man braucht da einen Arsch aus Stein am besten, damit das gemütlich ist. Aber Bobber ist ja nicht unbedingt dafür da, um 1000 Kilometer am Stück zu fahren, sondern um einfach mal ein, zwei Stunden ein bisschen durch die Gegend zu jockeln. Und wenn man da auf vernünftigen Straßen fährt, dann ist es wahrscheinlich auch alles halb so wild. Gut. Ich glaube, das war es im Großen und Ganzen, was ich bislang erzählen konnte. Und habe euch auch alles soweit gezeigt. Wenn es hierzu noch irgendwelche Fragen gibt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ich glaube, Dennis, der wird sich das Video auch angucken. Und wenn es da irgendwas gibt, dann wird er euch auch die Fragen beantworten. Ja. Ich glaube, das war's. Gut, dann sehen wir uns morgen mit dem Video der Motorrad-Demo. Ich hoffe, dass sie morgen zumindest stattfindet, weil nochmal umsonst hinzufahren, fast 80 Kilometer habe ich keinen Bock. Und habt noch ein starkes Wochenende. Bis dahin, macht's gut. Ciao.